Hi meine Lieben, erstmal wünsche ich euch einen wunderschönen Nikolaus und vielleicht habt ihr ja schon ein paar Geschenke bekommen, weil der Nikolaus schon da war oder eben auch erst später. Wir öffnen heute Türchen Nummer 6 und da haben wir ein Taschentic-Tac-Toe. Total witzig, habe ich auch eine coole Idee. Kartentechnisch habe ich jetzt nur eine gemacht. Da gehen natürlich 1000 Varianten, weil man kann für alles viel Spaß wünschen. Ihr könnt das Geburtstagsset nutzen, was im Türchen Nummer 4 war. Und dann irgendwie ne, herzlichen Glückwunsch und als Standsteil viel Spaß. Ne, das wären alles so Möglichkeiten, die man machen könnte. Außerdem auch eine Gutscheinverpackung und da dann auch viel Spaß. Ich habe da jetzt aber nur diese Karte gemacht. Aber ich habe auch, und das kommt als Anleitungsvideo nachher, eben das eigentliche, der eigentliche Sinn hinter der Tür, eben ein Taschentic-Tac-Toe gebastelt. Und dafür gehen super Tic-Tacs. Und da habe ich hier, diese Karte ist separat drin. Man kann es aber auch gut liegen lassen. Und das finde ich halt eine zuckersüße Idee, um halt, wenn man irgendwie mit der Freundin, das sage ich auch nachher alles nochmal in dem Video, aber es sind ja trotzdem zwei separate, wenn man mit der Freundin geht man in eine Bar und wer zahlt die nächste Rechnung, der verliert, zahlt die nächste Rechnung. Da könnte man spielen. Oder wenn man irgendwie mit Kindern geht man essen und wartet aufs Essen, ist das eine süße Möglichkeit, da mal zu spielen. Bei der Bahnfahrt oder wo auch immer. Und da dann halt so eine kleine Verpackung gebastelt. Da habe ich mir hier auch, da ist die Anleitung hier bei euch auch im Stempelset drin. Die habe ich mir kopiert und dann hier nochmal mit reingeklebt, damit man, ich denke, also gibt es irgendwer, der Tic-Tac-Toe nicht kennt oder noch nie gespielt hat? Ich glaube ja nicht. Ist im Moment auch sehr gehypt, finde ich, weil man sieht ja so einige Tic-Tac-Toe-Verpackungen im Moment, ist mir aufgefallen. Außerdem habe ich hier, weil die Tic-Tacs hier pink-gelb sind, auch nochmal die Variante in pink-gelb gebastelt. Und ja, wie gesagt, das basteln wir nachher zusammen, zeige ich euch, wie es geht. Und ansonsten, es ist heute eine sehr, sehr kleine Tür, aber ich habe euch ja noch jede Menge Beispiele genannt. Auch ansonsten gerne bei Anne auf dem Kanal vorbeischauen. Auch da werdet ihr sicherlich Beispiele finden. Und außerdem zeigt ihr uns eure Werke mit dem Hashtag AnneStempelDesignAdventskalender 2022. Weil ich denke, das ist so als Community eben schön, dass die Leute auch noch andere Ideen bekommen oder ihr selbst euch da auch nochmal andere Ideen holen könnt. Ja. Sagt mir mal, wie ihr das findet und gern, wie euer Nikolausstiefel aussah, wie er gefüllt war. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns nachher zum Anleitungsvideo oder dann morgen. Tschüss!